Ich bin momentan ganz viel im Wahlkreis unterwegs und habe da natürlich die wundervolle Gelegenheit, mit ganz, ganz vielen, auch unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und da mag es auch niemandem wundern, dass dabei auch Personen sind, die nicht meiner politischen Meinung entsprechen und auch welche, die zur sogenannten Querdenker-Szene gehören. Und eine Frage bei Gute Frage Nett war ja, ob wir mit den Querdenkern sprechen oder warum wir es eben nicht tun. Und natürlich reden wir erstmal mit allen Leuten. Wir sind natürlich offen, gesprächsbereit. Und es geht ja auch darum, wirklich für alle Bürgerinnen und Bürger da zu sein, auch wenn sie eine andere politische Meinung vertreten. Und dann fängt man natürlich an, auch die Positionen untereinander auszutauschen. Und mir ist es ganz wichtig, ein offenes Ohr zu haben, Ängste wirklich wahrzunehmen. Aber es gibt dann immer einen Punkt, der für mich so eine klare Grenze ist, ein Punkt, wo ich für mich beschlossen habe, auf jeden Fall klare Haltung zu zeigen. Und das ist halt immer der Fall, wenn es darum geht, irgendwie Rassismus zu begegnen, Sexismus zu begegnen, Antisemitismus zu begegnen. Da finde ich, ist es einfach unheimlich wichtig, dass wir als Politikerinnen und Politiker eine klare Haltung haben und eine klare Haltung vor allem für Demokratie. Und dafür werde ich auch immer stehen und auch dann immer in hitzigen Debatten ordentlich meinen Standpunkt vertreten.